Wäre ja interessant, ob wir mit einer Minderjährigen quasi in einen Nachtclub gehen können. Obwohl sie ja nicht aussieht wie eine Minderjährige. Ich hoffe, sie hat jetzt auch was an, nicht, dass sie in Unterwäsche jetzt da hingegangen ist. Ah, gut, okay. Alles klar. Dann gehen wir doch mal rein. Also wirklich, was los ist hier nicht. Wahrscheinlich 6 Uhr morgens ist wahrscheinlich hier Schicht im Schacht. Irgendwas ist mit meiner Steuerung los. Ich hatte auch gestern Probleme. Seht ihr das? Ich mache überhaupt nichts. Und ich nehme ja auch schon mal WASD zur Hilfe. Aber ich kann hier. Also für die Kamera, das ist jetzt mit WASD gesteuert. Ich weiß nicht, was los ist. Ich hatte auch gestern, wo wir Cry of Fear gespielt haben. Hatte ich da auch echt Probleme. Ich glaube, es ist einfach zu spät jetzt oder zu früh jetzt für den Nachtclub. Naja, die beiden haben Spaß, sie sehen mal was anderes. Ich würde mit der Lilin gerne mal hochgehen. Kann ich das überhaupt? Ich kann gar nichts mit ihr machen, glaube ich. Ach, jetzt hier hingehen. Irgendwie ist das seltsam. Ach so. Ach ja, genau. Ach, guck mal, das ist mir so ein Balkon. Hier geht's auch noch mal raus. Gibt es noch eine Etage höher? Nö. Nö, das ist denn hier so das. Was steht denn da auf dem Schild? Das würde ich ja gerne mal wissen. Ach so, einfach nur so. Kann ich eigentlich auch mit ihr hier hingehen? Ach, guck mal, wir können das Fitnessstudio besuchen. Oder wir könnten ja auch. Hier ist das Museum, ne? Dann gehen wir mal ins Museum. Da wird ein bisschen mehr los sein. Jo. Als in diesem blöden Nachtclub um 6 Uhr morgens. Ich gehe mit beiden dorthin, weil dann können wir uns um eine so ein bisschen kümmern und die andere kann dann halt Bekanntschaften schließen. Was ja nicht so verkehrt ist. Oder wir tauschen halt ab und zu mal zwischen den beiden. Deswegen würde ich auch ganz gerne immer alles so mit den beiden zusammen gerne machen. Damit halt beide, ja gut, die hat gar keinen Bock mehr. Schon ihr Handy. Weil es sind auch keine. Ich glaube, es ist einfach zu früh, 7 Uhr morgens. Ich meine, da hinten laufen noch so ein paar ein paar Besowskis rum hier, ne? Und hier die beiden, die haben schon Frühsport, aber die hat's auch echt nötig, ne? Also bitte. Oder sie ist schwanger, das kann natürlich auch sein. Nee, ich glaube eher nicht. Das hat die überhaupt nicht geraten. Okay, alles klar. Dann, ach, guck mal, sie geht rein und was hat sie jetzt? Ach, sie hat Hunger, aber sie geht auch jetzt rein. Okay, ja, was haben wir denn hier? Sie geht jetzt erstmal sich waschen. Was geht jetzt hier so? Das ist ein Museum, das ist ja ziemlich trist für so ein kleines Museum. Ich weiß gar nicht, ob man die Gemälde, kann man die irgendwie ändern? Ansehen. Da schon wieder, was ist denn mit der Steuerung los, ey? Ich muss mir. Also irgendwie hakt das hier mit WASD und alles gleichzeitig. Da, immer wenn ich WASD zur Hilfe drücke, nehme, dann da spinnt das. Ach, guck mal, die malt ein Bild. Wie geil ist das denn jetzt? Oh, direkt verkackt. Er ist doch doof jetzt hier mit der Steuerung. Das nervt. Mit der Maus spielen. Quatscht er immer noch mit ihr? Hier, du kannst mal mit ihr reden. Sieht auch schon ein bisschen extrem aus, die Frau hier, ne? Das hängt hier immer irgendwie so. Das ist auch echt mies mit der Steuerung gerade. Und ich mache nebenbei überhaupt nichts, außer halt aufnehmen. Hier, wo ist die jetzt hin? Wo hat die denn den Joghurt her? Ach, wie krass, ey. Ach, sie ist nach Hause gegangen jetzt. Ah, nee, da ist sie ja. Jetzt hängt das hier. Das ist doch ätzend. Ey Leute, ganz ehrlich, ich glaube, ich beende mal eben das Spiel, oder beziehungsweise die Aufnahme und das Spiel. Und guck dann mal eben. Ich lasse sie aber jetzt mal eben wieder nach Hause fahren mit der Schwester, weil die haben auch beide irgendwie so ein bisschen Hunger oder so. Wo ist sie denn jetzt?
Die rennen einfach rum. Jo, dann fahren wir wieder nach Hause. Muss ja eigentlich reisen. Ich kann eigentlich, glaube ich, auch einfach nach Hause gehen, ne? Ach, mal gucken, was sie jetzt sagen. Lamas werden rasiert. Ja, geil. So. Dann beende ich mal die Aufnahme und guck mal eben, was hier los ist. Vielleicht muss ich auch irgendwie einfach das Spiel nochmal neu starten oder. Pff. Wie gesagt, Probleme hatten wir gestern auch. Aber auch beide an unterschiedlichen PCs. Das war natürlich auch sehr lustig. Naja. Aber hier ist wieder alles normal. Du kannst mal telefonieren. Oder eine SMS schicken an den David. Und, du. Ach, guck mal hier. Das ist ja cool. Da wächst ja schon was. Bewässern. Das ist ja echt doof, ne? Dass man das hier so echt so. Bewässern. 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 Das pfeift sie dabei auch noch. Das ist ja echt geil, ey. Ich kann da auch mit denen fischen, ne? Geht das nicht? Kann man das hier nicht? Ich kann doch mit denen angeln gehen. Das habe ich auch noch nicht probiert. Bin ich ja mal gespannt. Ach, war sie gerade am Schlafen? Nee, da kommt sie, aber sie ist müde. Das Nickerchen hat vorhin nicht so viel gebracht, aber sie hat auch noch ein bisschen Energie. Bin ich ja jetzt echt mal gespannt, wie sie jetzt hier. Ja, machst du jetzt auch irgendwas? Ah, okay. Sie ist hier noch am Gießen? Ach, sie hat auch ziemlich viel Dreck gemacht hier. Aber das ist egal, ist da draußen. So, dann guck mal der Victoria beim Angeln mal zu. Oh! Nee? Nicht immer. Ob sie auch wirklich was fängt, weil Fische sind ja hier. Die man ja hier unschwer erkennen kann. Ach, so ein Riesenviech. Und ich glaube, der ist gerade gestorben. Und der auch. Hat sie was? Oh, wie cool! Behält sie ihn auch oder schmeißt ihn wieder weg? Victoria hat einen guten Fang gemacht. Ein Barsch, Gewicht 42 Gramm, Wert 7 Simoleon, glaube ich, heißen die. Also, ne, anstatt Euro, Simoleon. Was da wohl noch so herumschwimmt? Hat sie jetzt wieder was? Kann sie auch parallel angeln gehen, wo auch immer sie gerade ist? Ach, das ist ja cool. Aber bin ich ja jetzt mal gespannt. Parallel angeln. Wo ist sie denn hier schon wieder? Ach, der David ist ja da. Der ist ja mal. Der David ist schon wieder da. Wie geil ist das denn? Schade, dass Leute, Sims, die einen besuchen, dann nicht automatisch mit in die Liste unten reinspringt. Dass man mit denen dann halt auch interagieren kann. Also, dass man mit denen auch spielen kann. Interagieren können wir ja mit denen schon so ein bisschen. Aber dass wir auch wirklich mit denen spielen können. Das wäre ziemlich cool. Das hängt. Ach nee, echt? Ist das hier parallel Synchronangeln? Schade, dass sie dabei nicht auch noch quatschen oder so. Ja. Oh, ich glaube, die hat was Großes. Wahrscheinlich so ein Schuh oder so. Oder einfach nichts. Oh. Jetzt hat sie keinen Bock mehr. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Victoria. Sie sollte aber woanders angeln, bis ihre Fähigkeitslevel hoch genug ist oder es mit einem wertvollen Köder probieren. Okay. Dann kümmer du dich doch mal bitte um den David, wenn er noch da steht. Ne, er ist weg, okay. Oh, schade. Er hat die Lilien ihn wohl eingeladen, aber du könntest jetzt noch ein bisschen was essen, weil hier liegt schon wieder Essen überall. Rührei essen und dann könntest du pennen gehen. Und die Lilien ist da noch.
ist ja noch am Dingsen. Die muss aber ganz dringend Pipi machen. Und dann muss sie auch ganz dringend was essen. Das war sie wahrscheinlich auch gerade. Oh Gott. Lilian, du musst durch die Tür. Da kommt der David wieder. Statt einfach mit rein geht der Depp. Ist er natürlich pennen gegangen, ne? David, komm ruhig rein. Wieso kommt er denn nicht rein? Ah. Supi. Lilian, du sollst essen. Was machen die zwei denn da? Reise nach Jerusalem oder was? Was ist denn mit dem? Wieso isst sie das denn nicht? Dann soll sie aufräumen und sich einen Joghurt nehmen. Ganz ehrlich, ey. Mittag zum Mittagessen. Ja, dann hau mal einen Grillkäse rein. Ja, weil sie Hunger hat, klar, sie sollte ja auch dreimal essen. Klar, dass sie sich unwohl fühlt jetzt. Hier machen wir ein bisschen schneller. Ich möchte gerne mal wissen, was wir so. Ach, guck mal. Das ist Grillkäse. Was ist denn jetzt schon wieder? Was macht sie denn? Die hat das hier, was auch immer. Ey, heftig. Das ist gut, so bin ich aber auch. Ich fange irgendwas an, lasse dann alles liegen. Außer beim Essen. Da versuche ich eigentlich schon alles zu machen. Kannst du es bitte fortsetzen? Was machst du denn jetzt? Essen wir halt lieber Rührei. Kannst du das bitte gleich irgendwann mal fortsetzen? Lilian, du hast dafür Geld ausgegeben, was wir echt nicht haben. Und jetzt, ach Mensch. Naja, gut. Oder hier. Kriegkäse fortsetzen. Das kannst du auch gleich machen. Damit fühlt sich echt wohl. Dann bedient sich am Kühlschrank mit dreckigem Essen. Ach, guck mal, das spült jetzt hier sehr schön. Jetzt muss die Pipi machen. Jetzt tanzt sie wieder ab. Das ist so geil, wie sie tanzen, ey. Ganz ehrlich, so tanze ich auch. Ich kann es nämlich nicht. Aber das Lied ist ja cool. David weg? Ne, der kommt jetzt wieder. Fühlt sich wie zu Hause. Ich glaube, ich lasse ihn hier einziehen. David, könntest du vielleicht auch aufräumen? Ach, geil. Outfit zeigen? Outfit zeigen? Jetzt mach das doch mal. Ach, jetzt machen die dann Selfie, zwei. Yay! Zuspruch geben. Ja, hast du Lotto gewonnen oder was? Oh, die zwei müssen eigentlich noch ziemlich viel Geld haben. Sind ja nur eingezogen, dann war es das. Oh Gott, was macht die denn da? Das ist ja furchtbar. Bitten zu gehen, bitten zu gehen, bitten zu gehen, bitten zu gehen. Was? Wir können aber nicht mit ihm flirten, weil sie wahrscheinlich noch zu jung ist. Schade. Wer ist denn hier gerade vorbeigelaufen? Wer bist denn du? Wer bist du? Bist du hier schon wieder am Tanzen? So, wir machen das jetzt aus, weil du musst schlafen. Du bist nämlich richtig müde. David, hau ab dann. Die muss jetzt schlafen. Wie winkt die denn so? Ey, mach den mal weg da oder was?
Oh. Ach, David geht aber jetzt. Oder wo ist er jetzt hingegangen? Ist er jetzt weg? Oh. Hat er sich ausgezogen, dann geht er direkt. Ja, gut, alles klar. Jetzt, oh, hier steht sie gerade auf. Ich wollte nicht gerade sagen, ich wollte Tschüss sagen. Die muss auch mal dringend Pipi machen. Das macht sie jetzt auch brav. Oh, Gott sei Dank, wa? Was hat sie jetzt schon wieder? Ah, jetzt ist sie okay. Machst du bitte den Grillkäse mal fertig? Wenn du irgendwann fertig bist mit Pipi machen. Mädel? Du bist. Ja, hi! Oh, das stinkt jetzt hier aber echt ein bisschen extrem, glaube ich. Aber wie schön, dass die beiden sich auch echt die Hände waschen nach dem Klo. Gang. Du gehst jetzt erstmal Essen machen. Aber sie trinkt jetzt erstmal. Keiner will den Grillkäse fortführen, ne? So, trink du mal. Das ist echt nicht normal, ne? Ach, mit zwei Händen, die sind. Oh, wie süß! Schrupp, 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 schrupp. Da steht der David schon wieder vor der Tür. Ja, was ist denn hier los? Bist du hier stammig? Ich lass dich wirklich hier einziehen. Ja, hineinwitten. Jetzt muss sie so viel Zeugs machen. Ist der David weg? Wo ist sie denn jetzt? Ach, ist sie jetzt zur Arbeit? Nee, da ist sie ja noch. Ist immer noch Sonntag. Ach gut, jetzt kann er rein. Ist sie gerade zu ihm hingegangen? Kannst du jetzt bitte den Grillkäse weitermachen? Keiner will diesen Käse weitermachen, ne? Ja, dann bitte aufräumen. Scheiß auf die Kohle, die wir ausgegeben haben. Was macht denn jetzt der David? Ach, heftig, ey. Oh, schön hier mit diesem, ne, seitlich auch noch. Nicht nach vorne, sondern auch schön noch seitlich gemacht. Dann bringt er damit uns den Müll auch noch raus. Super! Was ist jetzt passiert? Angespannt, wie so ein bisschen an. Romantische Sims müssen Liebe zeigen und Liebe empfangen. Oh. Was hast du denn jetzt schon wieder? Hier, reparier das mal. Stimmt, du hast ja noch keinen Freund, ne? Und der David ist eigentlich nicht so wirklich dein Fall, glaube ich. Ich wollte ja eigentlich, dass der mit der Dings, aber das geht ja noch nicht. Hier, mach erstmal deinem Ärger ein bisschen Luft beim David. David ist unwohl. Ja, helf mir doch, das Ding zu reparieren. Wen haben wir denn in der Freundesliste, den wir einladen könnten, um mit ihr zu flirten? Eigentlich so gut wie gar keinen. Fabian Breuer. Freunde. Romantik? Weil der ist hässlich. Nö. Ihn können wir Hände küssen. Mit ihm können wir aber flirten. Mit ihr geht das nicht, weil sie wahrscheinlich noch zu jung ist. Jo, wahrscheinlich deswegen. Oh mein Gott, was läuft hier alles für Gestalten rum, ey? Außer der steht daneben, weißt du, lässt sie schön machen. Und er steht daneben und guckt einfach zu. Ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Ich wollte eigentlich schon längst die Aufnahme beendet haben, ne? Mann, 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 Mann. Ist sie wieder am. Was ist das denn jetzt? Ach, schön, dass wenigstens der David hier jetzt noch ein bisschen. So, du kannst ja hier Teile plündern. Jetzt muss ich erstmal beschweren. Oh nein! Oh Gott, was sagst du da? Nein, das kann doch nicht sein. Ich verstehe dich. Geht's dir jetzt besser? Ja, gut, sehr schön. Oh, was war das denn? Durcheinander. Du sollst aufräumen, Süße. Dem David geht's doch selber nicht gut. Und dann kannst du hier noch ein bisschen aufwischen, denn da hat es nicht richtig gemacht. Ja.
Das kannst du das wegwerfen. Diese Stuhlwechselerei, Wechselei hier, das ist ja echt zum Kotzen. Süße, mach doch mal hier und dann gehst du gleich mal schön duschen. Frisch eine Dusche, nachdenklich duschen. Was ist das denn bitte? Jetzt reden sie über Kaffee. Cappuccino mit Schaum drin, mit so einem komischen Zwirbel im Schaum. Jetzt, David möchte gerne Paragliding machen. Ja, hat er schon gemacht. Er war schon ganz oben und dann ging es nach unten und das ist ja ziemlich cool. Ja, da freut ihr euch, ne? Oh, Muffin. Muffin wäre jetzt geil. Oh, die unterhalten sich über Muffin. Und dazu ein Kaffee, richtig geil. Richtig geil. Würde ich jetzt gerne alles für geben, aber nicht um 1:30 morgens.